Es ist Freitag, der 13. Mai 2022 und wir begrüßen euch ganz recht herzlich zur letzten Vorspieltagspressekonferenz der laufenden Saison. Gegner am Sonntag ist der FC Schalke 04 um 15.30 Uhr im Max-Morlock-Stadion. Und zur Begrüßung gehört auch, dass ich Hallo sage zu unserem Cheftrainer Robert Klaus und der beginnt direkt mit dem Personalupdate. Ja, auch von mir. Servus in die Runde. Personalupdate sieht folgendermaßen aus. Der Noel Knote wird morgen bei der U21 spielen. Ansonsten für das Spiel ausfallen werden Pascal Köpke, der am Anfang der Woche einen kleinen Eingriff am Knie hatte, wo wir die Schraube haben entfernen lassen. Das war eh geplant. Wir haben es jetzt eine Woche vorgezogen, damit wir dann auch zu 100% sicher gehen können, dass der Trainingsauftakt dann auch völlig beschwerdefrei ist und auch jetzt in der Pause sein individuelles Programm sehr gut absolvieren kann. Ansonsten fällt Esker Sörensen aus mit der kleinen muskulären Verletzung, was aber gut aussieht. Er würde jetzt quasi wieder ins Training einsteigen, aber da die Saison ja dann nach dem Spiel am Sonntag beendet ist, fällt er noch aus. Und ansonsten Fabi Nürnberger und Konstantin Rausch sind beide kränklich und werden deshalb auch nicht zur Verfügung stehen. Gut, das war das Personalupdate. Zuschauerzahl habe ich euch nicht an die Hand gegeben, aber da wisst ihr ja, dass wir ausverkauft sind, restlos bis auf den letzten Platz mit 50.000 Zuschauern. Und die erste Frage hat Fadi Keblawi von den Nürnberger Nachrichten. Fadi, mach den Anfang. Mache ich, weil wir gerade beim Personal sind. Wie gehen Sie denn dieses Spiel am Sonntag an? Gibt es da nochmal die Möglichkeit für Spieler, die den Verein verlassen, dieses 50.000 Zuschauerspiel zu genießen oder wird da auch am Sonntag knallhart nach Leistung, Trainingsleistung aufgestellt? Ja, eher zweiteres. Das ist ein Spiel, was wichtig für uns ist. Wir haben das erste Mal wieder ein ausverkauftes Stadion. Wir wollen unseren Zuschauern was bieten. Wir wollen uns gut aus der Saison verabschieden. Wir wollen noch, wenn möglich, den 6. Tabellenplatz erreichen. Und deshalb werden wir eine Elf auf den Platz schicken, die sich aus den Dingen zusammensetzt, wie immer, Leistung in Kiel, die war nicht so besonders, Trainingsleistung und wer passt zum Gegner, wer passt in welche Grundordnung, auf welche Position und dann werden wir deshalb die Elf so zusammenstellen und ob es dann im Laufe des Spiels noch Möglichkeiten gibt, Spielern Einsatzzeiten zu vergeben, die dann sich das verdient haben, auch über die Saison hinweg, wie wir es auch letztes Jahr dann in Hannover gemacht haben. Im letzten Spieltag wird sich dann während des Spiels entscheiden, aber der Fokus ist jetzt erstmal auf der ersten Elf und dann werden wir im Spiel dann auch entscheiden, was das Spiel hergibt und was auch Sinn macht. Aber Fadi, Spieler, die uns verlassen, waren ein gutes Stichwort. Wir werden am Sonntag auch eine Spielerverabschiedung machen, circa um 15.15 Uhr nach dem Warm-up der Mannschaften. Werden 6 Spieler dann verabschiedet. Und dann gehen wir rüber zu Florian Zenger. Bitteschön. Herr Klaus, Sie haben jetzt mehrfach betont, dass es wichtig ist, aus der Saison mit einem guten Gefühl rauszugehen. Können Sie das so ein bisschen erweitern? Weil im ersten Moment denkt man sich, naja, da liegen ja jetzt dann bis zum nächsten Spiel, sind es ja dann 8 Wochen. So viel Einfluss kann das ja gar nicht haben. Ja, bis zum nächsten Spiel liegen sogar 9 Wochen bis zum ersten Punktspiel wieder. Aber bis zum Trainingsauftakt liegen nur 4 Wochen. Und der Trainingsauftakt ist sehr wichtig auch schon, um in so eine Saison reinzustarten, weil in der Vorbereitung hat man ein Gefühl für die Mannschaft. Die Mannschaft entwickelt ein Gefühl, was geht. Und das war letztes Jahr ein sehr positives Gefühl, dass die Mannschaft direkt auch mit Trainingsstart gemerkt hat, oh, wir sind gut drauf, wir nehmen den Schwung mit aus der letzten Saison. Die Abläufe, die wir hatten, die passen, an denen können wir weiter arbeiten. Und genauso wollen wir es dieses Jahr natürlich auch machen. Ich glaube auch der Urlaub ist schöner, wenn man ein Spiel vorher gewonnen hat. Gibt es weitere Fragen? Wen haben wir? Wir haben Svenja Kamera von der Bild. Svenja. Hallo zusammen. Herr Klaus, Sie haben ja gesagt, dass Sie definitiv Schalke schlagen wollen. Wie ist denn da so die Stimmung in der Mannschaft? Haben denn alle dieses Ziel? Sind denn alle gleichermaßen motiviert? Oder gibt es einige Spieler, die vielleicht schon gedanklich im wohlverdienten Urlaub sind? Und wenn ja, wie gehen Sie denn damit um? Wie würden Sie da motivieren?
Also erstmal gehe ich davon aus, dass alle noch motiviert sind. Hoffe das natürlich auch. Natürlich ist es so, dass man vor dem letzten Spiel auch schon ein paar Gedanken Richtung Urlaub hat. Aber wie schon gesagt, es lässt sich leichter in den Urlaub fahren und leichter in den Urlaub gehen, wenn man so ein Spiel gewinnt. Und genau da wollen wir ansetzen, dass wir den wohlverdienten Urlaub uns auch verdienen. Deswegen heißt er ja auch wohlverdient, und den verdient man sich, wenn man eine gute Leistung bringt und wenn man an die Grenze geht und wenn man dann auch hinterher nach getaner Arbeit dann auch in den Urlaub gehen kann. Und natürlich die Spieler, die jetzt nicht zur Verfügung stehen, mit denen gehen wir natürlich jetzt auch anders in der Woche um von der Belastungsgestaltung und können da auch ein paar Sachen mit denen schon so durchsprechen. Aber die Spieler, die zur Verfügung stehen, bei denen läuft die Woche auch ganz normal ab, was Trainingsinhalte, Abläufe betrifft, weil das einfach auch wichtig ist. Dieses letzte Spiel ist immer ein schmaler Grat. Meiner Meinung nach hängt es davon ab, wie man in so ein Spiel reinstartet. Da entwickelt sich selber dann auch so eine Lust, Spiele zu gewinnen. Wenn man nicht gut reinstartet, dann merkt man, dass es schwer wird. Dann fallen einem Schritte auch nicht so leicht, dann tun die Sprints weh, dann spart man sich vielleicht auch mal einen Schritt, und das ist genau das Falsche. Und deswegen müssen wir direkt gut reinstarten, und dann kann so ein Spiel richtig Spaß machen am letzten Spieltag. Und es liegt im Endeffekt an uns und natürlich auch am Gegner, wie wir in so ein Spiel reinstarten und wie es dann läuft. Chris Bichele vom Kicker ist der Nächste. Guten Tag in die Runde, hallo Herr Klaus. Eine kurze Frage, ich gehe schon mal richtig weiter. Sie haben den Saisonstart betont oder den Trainingsauftakt. Wo sehen Sie da bei Ihrer Mannschaft, bei Ihrem Kader den größten Bedarf jetzt in der Sommerpause für den Herrn Hecking und für den Herrn Reppe noch was zu ändern? Was wünschen Sie sich? Seit drei Wochen wollte ich mir so Forderungen entlocken, die ich an Olaf und Dieter stelle, so, dass er dann die Schlagzeile draus machen kann. Klaus fordert einen spielstarken, kopfballstarken, laufstarken, sprintstarken Allround-Spieler, der alle Positionen spielen kann und von Real Madrid kommt. So, das wäre so die Top-Schlagzeile, die wir daraus dann machen können irgendwie. Ist nicht aktuell Thema jetzt. Jetzt gelten die Gedanken im Moment Schalke, aber natürlich sind wir auch in der Analyse der Saison, auch in der Woche gewesen und in der letzten Woche auch schon, dass wir die Saison ausgewertet haben, klar analysiert haben, was haben wir gut gemacht, was haben wir weniger gut gemacht. Aber das soll jetzt heute nicht Thema sein. Das ist dann vielleicht für nächste Woche nochmal ein Thema, wo wir uns dann auch drüber unterhalten können, auch in der Medienrunde. Oder haben wir schon mal drüber gesprochen, dass wir dann nächste Woche auch nochmal eine Medienrunde machen, wo wir dann über solche Themen auch nochmal sprechen können, auch nochmal ein bisschen ruhiger und ausführlicher im Detail. Heute ist mein Kopf bei Schalke, seht es mir nach. Wir gehen rüber zu Martin Funk von der Bild. Hallo in die Runde. Herr Klaus, in die Vorbereitung für Schalke fließt da irgendwo ein, eine Analyse auch schon, Sie wollen die erst nächste Woche treffen, warum der Club in den letzten 7 Spielen nur einmal gewonnen hat, war das eine Konditionsgeschichte auch, waren die Gegner einfach dementsprechend einfach zu stark, um häufiger zu punkten, denn es ist ja schon auffällig, wie man letzte Saison zu Ende gegangen ist in dem vergleichbaren Zeitraum und wie wenig man jetzt gewonnen hat in den letzten Wochen und Monaten. Ja, da spielen die Gegner eine Rolle, da spielen auch einzelne zustande kommen. Wie kommen einzelne Ergebnisse zustande? Wenn ich jetzt einfach mal das Heimspiel gegen Dresden nehme oder das Heimspiel gegen Sandhausen, ich denke, da waren wir durchaus in der Lage, die Spiele zu gewinnen. Statt nur einen Punkt wären da auch 6 möglich gewesen, so wie die Chancen lagen und wie die Spielverläufe waren. Und dann würden wir sicherlich auch anders darüber sprechen. Trotzdem analysieren wir und legen auch den Finger in die Wunde, warum haben wir gegen Sandhausen nicht gewonnen, warum haben wir gegen Dresden nicht gewonnen und warum haben wir auch gegen Kiel verloren. Aber das ist nicht nur diese Spiele, sondern auch da fließt die gesamte Saison rein. Da kann man Trends ablesen, da kann man aber auch einzelne Spiele hernehmen und das als Beispiele nehmen, die Exemplare stehen für andere Spiele wiederum, kann man immer gut hernehmen, auch wie haben die Gegner gegen uns agiert, das sind alles Dinge, die wir jetzt analysiert haben, die noch nicht direkt jetzt auf Schalke einfließen, aber so ein bisschen auch natürlich im Hinterkopf sind. Das ist aber auch schon länger ein Prozess gewesen in den letzten 2-3 Wochen, nachdem dann auch klar war, dass wir nicht mehr aufsteigen können, sind wir dann auch direkt eingestiegen in die Analyse.
Um uns einfach da auch ein bisschen Zeit zu sparen, weil das wichtig ist, dass wir dann wirklich auch zum Trainingsauftakt gut vorbereitet sind. Die Pause ist kurz, sind nur 4 Wochen. Da ist jetzt nicht so viel Zeit, dass man dann nochmal extrem viel analysieren kann. Deswegen haben wir es jetzt auch schon genutzt. Aber es wird jetzt nicht unmittelbar einfließen in das Schalke-Spiel, weil natürlich auch andere Faktoren noch eine Rolle spielen, die man dann länger vorbereiten muss. Das sind natürlich auch dann kaderplanungstechnische Dinge. Das sind dann aber auch Dinge wie, wie bereiten wir Dinge vor über einen längeren Zeitraum inhaltlich, und deswegen kann man das jetzt noch nicht komplett einfließen lassen. Florian Zenger. Dann würde ich ganz gern nochmal wirklich auf den Gegner gucken. Wenn man sich so anguckt, Schalke, müssen wir wieder über Kopfball reden, ne? 17 Kopfballtore von 70, das sind so 35%. Legt man da den speziellen Fokus dann auch auf die Verteidigung dessen, oder sagen Sie, die sind so variabel und so gefährlich in allen Punkten, dass man nicht nur da drauf gucken kann? Ja, es ist sicherlich eines der Hauptmerkmale von Schalke, sowohl über Standardsituationen, aber auch aus dem Spiel heraus haben sie einen hohen Flügelfokus dann, bringen richtig gute Bälle, haben eine gute Besetzung der Box, dadurch, dass sie auch meistens mit zwei echten, gelernten, auch großgewachsenen Stürmern spielen, plus die anderen Spieler, die noch mit reinrücken dann aus den Positionen. Da gilt es einfach dazu, dass wir sie, wenn wir sie flanken lassen, eher aus ungefährlichen Räumen flanken lassen, dass wir sie weiter weghalten vom Tor. Das ist ganz wichtig, dass wir in der Box natürlich auch eng dran sind. Das haben wir vorbereitet, werden es morgen der Mannschaft auch nochmal im Video zeigen. Dann auch nochmal auf dem Platz kurz durchgehen. Die Abläufe, die dann wichtig sind, um dann in die Situation gar nicht erst zu kommen, dass wir dann im direkten 1 gegen 1 in der Box verteidigen müssen, weil da sind sie einfach richtig gut. Das wird sich nicht komplett vermeiden lassen, aber je weniger wir es müssen, desto besser ist es am Ende dann. Das haben wir gezeigt, dass wir es auch schon können. Wir haben es gegen Mannschaften, beispielsweise Werder Bremen, wo wir zwar viele Flanken zugelassen haben, aber nicht aus gefährlichen Räumen. Und wenn, haben wir sie auch gut verteidigt im Rückspiel. Das war so ein Beispiel, wo wir auch dann dort richtige Lösungen und Antworten darauf gefunden haben. Und genauso wollen wir es dann morgen auch wieder machen, indem wir da Lösungen haben. Generell, Schalke ist eine Mannschaft, die, wie gesagt, sehr flügellastig spielt, die aber auch variabel sein kann. Gibt man ihnen den Ball, dann kicken sie, sind da sehr, sehr frei in ihrer Positionierung, variieren mit ihren Positionen, kippen viel raus, überladen dann den Flügel dadurch. Wenn man sie unter Druck setzt, spielen sie gerne auch den langen Ball, gehen auf den zweiten Ball, da sind sie relativ variabel. Sie sind sehr kaltschnäuzig vor dem Tor, sie machen eine extrem hohe Effektivität, sie brauchen nicht viele Torschancen, um Tore zu machen. Das spricht einfach auch für eine sehr hohe individuelle Qualität, die sie im Offensivbereich haben. Brauchen wir nicht drüber rumreden, dass Simon Terodde wahrscheinlich Torschützenkönig wird. Das ist einfach sinnbildlich dann für ihr Spiel. Gibt es weitere Fragen? Ich gucke einmal in die Runde. Alle schütteln den Kopf. Dann gibt es keine Fragen. Dann sagen wir vielen Dank. Wir sehen uns am Sonntag im Max-Morlock-Stadion, dann zum letzten Mal in dieser Saison. Also, habt ein schönes Wochenende, macht's gut, bis dahin. Ciao. Danke, ciao.